Moin, ich bin Stefan. Wenn ihr wollt, könnt ihr bei mir mitfahren. Wo will er denn hin? Er will da rein. 50% der Leute auf der Straße, die mit dem Bus in eine Quere kommen, sage ich mal, die nehmen Rücksicht. Die anderen 50%, die haben so ein bisschen das Ego. Jetzt will er echt da rein. Oh. Das passt doch sowieso nicht. Ich mache nicht nur mein Ding auf dem Bus, sondern ich muss immer mit den Fehlern auch anderer rechnen. So, dann habe ich noch das, ich muss dann aufpassen, komme ich da durch, dann muss ich gucken, rechts, links passt das. Dann habe ich eventuell Fahrgäste, die im Bus auf einmal aufmüpfig werden, dann muss ich stehen bleiben, Rücksicht auf andere zu nehmen. Zur Not funke ich, zur Not kommt die Polizei, hatte ich auch schon, dass die Polizei dann gekommen ist. Die Maske gehört auch über die Nase. Danke. Wenn da ein Auto entgegenkommt, das muss dann ausweichen, weil ich kann da nicht ausweichen. Warum wartet man? Ja, du beschwerst dich. Ey. Ja, ich rege mich als Busfahrer mehr auf als als Autofahrer. Wieder jemand in seiner eigenen Welt, ey. Auch wenn ich in anderen Städten bin, wenn ich schon weiß, oh, da kommt ein Bus und oh, die Kurve sieht enger aus, dann halte ich auch schon mal lieber Abstand, dann nehme ich halt Rücksicht, dann bin ich halt 10 Sekunden später an meinem Ziel. Wenn ich bremsen muss, muss ich bremsen, ey. Oh, 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 ich hätte warten sollen, ich hätte warten sollen. War mein Fehler. Ja, kann mal passieren. Ich kann das verstehen, dass sich die Autofahrer auch dann aufregen. Das hast du ein Leben lang weg, sagt er. Bevor ich einen LKW-Führerschein und Busführerschein gemacht habe, habe ich auch etwas anders gedacht. Was ist mit dir? Ihr habt Vorfahrt. Ich beobachte das eigentlich immer das Geschehen im Spiegel. Dann gucke ich mal kurz in meine Kamera, weil die geht dann immer an, wenn man steht. Wenn jetzt ein Vorfall ist, ein Unfall, ein Fahrgast stürzt oder sowas, dann melde ich das der Leitstelle. Die Leitstelle sagt dann meistens auch schon mal, drücken Sie die Ereignistaste. Wir haben so eine kleine Taste bei uns. Und dann speichert das Gerät ab da die letzte halbe Stunde von dem Ganzen, was geschehen ist. Und das bleibt dann 48 Stunden erhalten. Das ist wie ein Schlaraffenland dann. Datenschutz bei der Sache ist natürlich auch ganz groß geschrieben. Deswegen gibt es ja auch dieses Fachpersonal, was nur eine Handvoll Leute ist, die das auswerten dürfen. Die haben eigentlich fast wie eine Schweigepflicht, wie beim Arzt. Da kommt nichts raus. Also, wir haben ja auch 5 Sachen im Bus. Die werden durch, da wird das Videosystem also nicht für benutzt. Bei mir wurde schon Handy abgegeben, Portemonnaie wurde schon abgegeben. Also ich finde das gut, wenn man das macht. Das ist ja auch was, das zeugt ja auch was von Charakter, ne? Ich glaube, mein Licht vorne ist kaputt. Ja, 56,3 hier. Ich habe Ausfallabblendlicht rechts. Könntet ihr da eventuell jemanden zum Hauptbahnhof schicken? Wie ist das Leben? Ich hatte eine Dame gehabt, war eine Jüngere jetzt zum Beispiel. Die hat so lautstark telefoniert, dass sich die Fahrgäste beschwert haben. Dann habe ich da was zu gesagt. Dann ist sie von alleine raus. Der ältere Mann, der sich darüber auch so aufgeregt hat, ist auch raus. Und dann hat die den Mann angegangen. Und dann habe ich schon gesagt, ich rufe dann jetzt die Polizei. Aber in dem Augenblick sind schon Passanten dazwischen gegangen. Also das war zum Beispiel so eine Situation, wo ich mir dachte, warum? Einfach mal ein bisschen Rücksicht nehmen. Hier ist ein ganz anderes Gesetz. Gibt bei jeder Serie Pannen. Wollen Sie hier raus? Wir haben ja noch unsere Deeskalationsseminare, wo wir dann halt besprechen, wie würden wir mit der Situation umgehen, mit Fahrgästen. Also
wir werden eigentlich regelmäßig dazu geschult. So wie einer mit dir umgehen soll, so gehst du ja mit den Leuten meistens auch um. Finde ich gut. Gefällt mir.